Ja, moin, ich bin der Metalizer und herzlich willkommen zu einem neuen LS19 Video. In diesem Video erkläre ich euch, wie die Kartoffelernte funktioniert, welche Maschinen ihr benötigt, wie viel diese kosten und wie sie funktionieren. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und weitere LS19 Videos findet ihr auf meinem Kanal bzw. in der LS19 Playlist. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit diesem Tutorial zur Kartoffelernte. Zuerst stelle ich euch die Variante mit dem Kartoffelvollernter vor. Das ist euch angemerkt, dass die Vollernterausstattung relativ teuer ist. Ihr seid hier mit 704.000 Euro dabei. Kommen wir zu den einzelnen Geräten. Wir verwenden als Vollernter von Grimme den Variton 470 Platinum Terratec zu einem Gesamtpreis von 496.000 Euro. Dazu benötigen wir außerdem noch einen LKW und einen passenden Anhänger. Hier habe ich den MAN TGS 18500 4x4 verwendet zum Preis von 130.000 Euro. Euch steht natürlich frei, welchen LKW ihr hier wählt. Und bei den Anhängern habe ich mich für den Krampe SB2 entschieden. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 59.000 Litern. Auch hier könnt ihr natürlich noch eine kleinere Variante nehmen. Das ist jetzt hier einfach nur ein Beispiel, wenn man es wirklich, wirklich richtig machen möchte und man noch genug Geld über hat. Ja, wie bereits erwähnt, ist das natürlich eine sehr, sehr teure Variante. Ihr kommt hier auf über 700.000 Euro. Ich habe natürlich auch jetzt noch eine kleine Low-Budget-Variante für euch. Ganz so günstig ist es zwar auch nicht, sei dazu gesagt. Dazu brauchen wir einen Traktor, das zeige ich euch gleich. Ihr könnt die Geräte aber natürlich auch jederzeit mieten, damit die Felder abernten. Ihr müsst nur daran denken, die Geräte rechtzeitig zurückzugeben, denn sonst schlägt das Ganze doch sehr stark in die eigene Kasse rein. Ja, wie bereits erwähnt, wir können auch die Kartoffeltechnik mit einem Traktor machen. Hierzu brauchen wir von Grimme das KS75-4 für 10.000 Euro. Damit entfernen wir das Kraut von den erntereifen Kartoffeln. Ja, und um die erntereifen Kartoffeln dann einzusammeln, verwenden wir von Grimme den SE260. Dieser kostet 150.000 Euro. Und ja, wird wie gesagt zum Ernten der Kartoffeln verwendet. Als Alternative gibt es noch von Europa den Keiler 2. Hier ist das Gerät zum Krautentfernen gleich mit dabei. Das heißt, ihr spart euch den KS75-4. Allerdings kostet Europa Keiler auch 160.000 Euro und ist somit genauso teuer wie die vorherige Konfiguration. Und wir können hier nur zwei Bahnen abernten. Als Traktor habe ich mich für den Fendt Vario entschieden, also den 700er, mit einem etwas größeren Motor, also den 724er Vario, kostet dann 217.000 Euro. Hier ist natürlich freigestellt, welchen Traktor ihr nachher am Ende verwendet. Wichtig ist nur, dass er auch die Geräte ziehen kann. Ja, und zusammen kostet das Ganze 377.500 Euro. Und Kartoffeln können natürlich entweder verkauft werden oder aber ihr nutzt sie für die Schweinezucht, denn Schweine fressen auch Kartoffeln. Ja, und die einzelnen Varianten, wie das Ganze dann auf dem Feld aussieht, sehen wir hier. Hier zum Beispiel entfernen wir gerade das Kraut von den fertigen Kartoffeln. Alles in allem kann man sagen, dass die Kartoffelernte bzw. das Kartoffelbauer-Dasein doch relativ simpel ist. Allerdings kosten die Geräte initial natürlich erstmal sehr, sehr viel. Das heißt, man muss ein bisschen Vorinvest leisten und für die Kartoffeln bekommt man nachher auch am Ende nicht ganz so viel Geld. Ja, und an dieser Stelle sehen wir noch einmal den Keiler 2 von Europa im Einsatz. Hier wird das Kraut direkt entfernt. Wie bereits erwähnt, können wir damit nur zwei Bahnen an Kartoffeln abernten. Der Keiler 2 kostet 170.000 Euro und ist damit eigentlich, oder genau zu sein, genauso teuer wie der Grimme SE260 mit dem KS75-4. Nur können wir halt da eben vier Bahnen abernten.
Also am Ende macht es eigentlich keinen großen Unterschied, für was oder für welches Gerät ihr euch entscheidet. Ihr müsst halt nur bedenken, dass der Keiler 2 zwei Bahnen aberntet und der Grimme SE 260 eben vier Bahnen. Dazu braucht ihr aber noch den Krautentferner. Ja, und wenn ihr dann fertig seid mit der Ernte, könnt ihr die Kartoffeln direkt in einen Anhänger verladen und diese verkaufen. Hier zum Beispiel im Getreidespeicher Ost, da gab es den besten Preis. Ihr könnt es aber auch an die Schweine verfüttern. Ja, das war das Tutorial. Wie funktioniert eigentlich die Kartoffelernte im Landwirtschaftssimulator 2019? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.